den ersten im Tor. Die 1, Jaromir Blaschek. Die 2, Radek Latal. Die 3, Jan Sukoparek. Die 4 hat Franz Stracker. Die 5, Miroslav Kantlec. Die 6, František Stracker. Jetzt habe ich zweimal die 6 draufstehen, egal. Dann haben wir noch Lubos Kubik. Dann haben wir die 7 mit Marek Nickel. Die 8, Karel Poborski. Die 9, Pavel Kuka. Die 10, Jan Koller. Die 11, der Kapitän Pavel Nedved. Die 12, Karel Rada. Die 13, Radek Bejbel. Also ich glaube, es war ein sehr schöner Match, schönes Wetter, schönes Spiel. Die Tschechen waren ehrgeizig, war schwierig gegen die 8 Tore zu schießen, aber im Großen und Ganzen war es ein guter Erfolg für die Fans und auch für die Kinder. Und es hat sich gelohnt, aus Hamburg zu kommen und ich komme gerne wieder. War ein schönes Spiel. Ich glaube, die Leute haben viele bekannte Gesichter gesehen, auch viel Spaß gesehen und guten Fußball. Und, ja, im Endeffekt für einen super Zweck und deswegen hat es sich glaube ich für jeden gelohnt, herzukommen. Dominik Karun hat soeben erwähnt, du könntest ihn für Chicago einen guten Reiseleiter empfehlen. Was sagst du dazu? Ja, das kenne ich ein, zwei Leute, ja, das stimmt. Aber ich glaube, die Stadt ist erkundenswert sogar, dass man selber erkundet auch. Und ich habe dem Domi schon ein paar Tipps gegeben und er wird sich sehr wohl fühlen. Das Wichtigste, deswegen sind auch viele Zuschauer kommen, damit er auch ein bisschen... Was bei rumkommt, ist ja für einen guten Zweck, die Bananenflanke, auch für die tschechische Nationalmannschaft, für die Legenden. Und von dem her spielbar, denke ich mal, auch gut. Ich hoffe, wir haben den Zuschauern ein bisschen was bieten können. War super, dass die Tschechen da zu uns gekommen sind. Auch Topstars wie Nedved war natürlich auch ein Highlight, gegen ihn zu spielen. Poborski war dabei, also die, wo man auch früher im Fernsehen bewundert hat. Und von dem her war das, glaube ich, für alle Beteiligten, für die Zuschauer, auch für uns Spieler, war das schon eine tolle Sache.